Zurück am Hauptbahnhof Saarbrücken. Kollegen auf Streife haben die Bundespolizisten Christina Hansen und Christopher Thomé gebeten, einen Verdächtigen zu überprüfen. Denn das polizeiliche Näschen sagt, hier stimmt was nicht. Hallo, schönen Abend, die Polizei. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ausweis? Ein Ausweis. Passport. Irgendwas, mit dem Sie sich ausweisen können. Irgendwas mit Ihrem Namen. Was? Nein? Können Sie mal alles, was Sie in den Taschen haben, rausnehmen. Für die beiden erfahrenen Polizisten gilt, zeig mir, was du in der Tasche hast und ich sag dir, mit wem ich es zu tun habe. Was ist das in der kleinen Tüte? Oh ja. Was ist das? Rauchen, Haschisch zum Rauchen. Das dürfen Sie aber nicht haben. Das war mit der Zigarettenschachtel zusammen verpackt. Ja. Ich nehme mal das hier mit. Ja, ich hab's schon gesehen. Nehmen Sie mal bitte alles, wir gehen auf die Dienststelle. Ja, also Betäubungsmittel sind generell verboten. Also es gibt auch diese Eigenbedarf, wenn man sagt, es ist trotzdem strafbar. Was natürlich dann die Staatsanwaltschaften, die Gerichte daraus machen, ist natürlich eine andere Sache. Aber generell ist auch die kleinste Menge Betäubungsmittel erstmal strafbar. Deshalb werden wir das Ganze jetzt verfolgen. Im Klartext, dem Mann steht Ärger ins Haus. Where do you come from? Syrien. Syrien, okay. Dann machen wir das Ganze auf Arabisch am besten. Arabisch. Arabisch, gut. Dann warten Sie ja kurz. Ich hole die Formulare auf Arabisch, das ist einfacher. Ja? Ja, ja. Okay. Gut. Ob der Mann tatsächlich Syrer ist, müssen die Beamten aber erst noch prüfen. Genau, er hatte jetzt gar keine Ausweispapiere dabei. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir vielleicht mit Englisch oder so ein bisschen mit ihm uns verständigen können und dann vielleicht seinen Namen zu erfragen. Dann können wir in unserem System nachgucken, ob er schon bekannt ist. Falls das auch nicht zum Erfolg führt, nehmen wir seine Fingerabdrücke, um ihn vielleicht darüber zu identifizieren. Papiere können gefälscht sein, Namen kann man erfinden, doch ein Fingerabdruck bleibt unveränderlich. We take your fingerprints to check your ID, okay? So, die Fingerabdrücke sind jetzt an die Datenbank übersendet, die werden jetzt dort abgeglichen. Das kann jetzt ein paar Minuten dauern und dann kriege ich irgendwann die Meldung, ob die Fingerabdrücke bereits einliegen, ob er eine Identität hat in Deutschland oder ob er noch komplett unregistriert ist. Tatsächlich ist der Mann bereits im System erfasst. Dabei machen die Bundespolizisten allerdings eine überraschende Entdeckung. Du bist aber nicht aus Syrien, Kollege. Du bist Iraki, hä? Ja. Irak. Nix Syrier. Ja, ja. Er hat auch ein anderes Geburtsdatum angegeben. Mhm. Wir werden ihn jetzt durchsuchen. Dann wird er in seiner eigenen Muttersprache einen Tatvorwurf bekommen. Er wird die Belehrung erhalten als Straftatverdächtiger. Hat er ja gewisse Rechte und Pflichten. Darüber werden wir ihn aufklären. Aber warum hat der Mann über seine Herkunft gelogen? Um das Verfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes einleiten zu können, muss Christopher Thomé das gefundene Tütchen zuerst abwiegen. Und vielleicht hat der Mann ja noch mehr zu verbergen. Der Bundespolizist weiß jedenfalls, worauf er achten muss. Einmal kurz dran riechen. Ich meine, Marihuana oder auch Hasch hat ja einen sehr charakteristischen Geruch. Und da einfach mal kurz dran riechen, um zu gucken, ob da auch wirklich nur Zigaretten bzw. Tabak drin ist. Im Saarland gelten bis zu 6 Gramm Haschisch als Eigenbedarf. Die gemessene Menge liegt mit 1 Gramm allerdings deutlich darunter. Also das kann natürlich bei Betäubungsmitteln von Geldstrafe bis hin zur Freiheitsstrafe. Das kommt natürlich auch darauf an, ist er schon bekannt, deswegen ist es das erste Mal. Und dann ist natürlich auch dem Richter überlassen, beziehungsweise dem Staatsanwalt, ob es eingestellt wird oder ob es wirklich zum Verfahren kommt und was dann für eine Strafe im Endeffekt dabei rauskommt. Das hängt auch davon ab, was der Bundespolizist noch bei dem Mann findet. Wir suchen natürlich Ausweispapiere zum ersten und natürlich auch, man hat gesehen, er hat schon BTM dabei gehabt. Vielleicht finden wir irgendwo dazwischen auch noch Anhaltspunkte für Betäubungsmittel und danach müssen wir natürlich gucken und dann auch gründlich sowohl seine Sachen wie auch ihn dann gleich durchsuchen. Gammlige Zigaretten und leere Pfanddosen scheinen die ganze Habe des Mannes zu sein. Ob sich doch noch mehr findet, muss die Leibesvisitation zeigen. Ja, wir durchsuchen jetzt, da müssen wir die Tür für schließen. Diskretion ist auch in diesem Fall selbstverständlich. Und das Ergebnis? Bei der Durchsuchung von ihm haben wir jetzt weder Dokumente, also weder einen Ausweis gefunden, noch irgendwelche weiteren Betäubungsmittel. Er bekommt jetzt noch die Belehrung in seiner Muttersprache auf Arabisch vorgelegt, damit er auch genau weiß, um was es geht. Da stehen auch nochmal seine Rechte, auch seine Pflichten als Beschuldigter im Strafverfahren. Wenn er das alles verstanden hat, soweit, dann kann er auch die Dienststelle verlassen. Wir haben ja seine Personalien inzwischen festgestellt über Fast-ID. Und da kann er weiter seines Weges gehen. Da der Mann einen festen Wohnsitz hat, besteht kein Haftgrund. Die Strafanzeige wegen Drogenbesitzes kommt per Post. Und auf sein Haschisch muss er verzichten, womit er offenbar nicht gerechnet hat.
It's forbidden in Germany. We keep it, okay? No haschisch. Und so trollt sich der Mann ohne seine Drogen endlich nach Hause. Für die zwei Bundespolizisten geht's zurück auf Streife. Denn ihre Schicht am Hauptbahnhof Saarbrücken geht noch 4 stressige Stunden weiter.